Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Battles Video auf diesem Kanal. Leute, heute beweise ich der volle Q-Player 9000 euch, dass ich auch nur mit diesem Rascher equip, was halt die ganzen anderen YouTuber Mini Päusche und so oft machen. Die gehen ja nur mit Stick Picky und so los. Ja, und heute machen wir das auch mal. Ich habe da sogar vor, ein kleines Format draus zu machen. Also praktisch, dass wir jetzt öfter mal so... Also ich bin ja grundsätzlich, für alle, die das nicht wissen, die vielleicht auch durch den 24-Stunden-Stream neu auf meinem Kanal sind. Ich bin ja grundsätzlich ein Fully Cool-Spieler. Also ich... Und spiele auch mit Gold, wenn es sei. Und wenn ich Bock habe, also... Erstes Bett schon mal zerstört. Wobei der Gegner halt auch nicht der kompetenteste war. Ach du Kacke. Ich bin halt voll der Fully Q-Spieler, also ich mache mir eigentlich immer Fully Q, ich gehe ohne Fully Q nicht los. Ich nehme zwar Stick auch mit, weil mit dem kann ich auch einigermaßen gut umgehen, die Leute knocken und so. Aber ich gehe halt schon auch oft auch auf Schaden, also mit dem Schwert. Genau. Ja, Leute. Und deswegen, und spiele auch oft mit Gold, wenn es sein muss, klar. Auch das, okay, der hat jetzt Fully Q, das ist nicht so optimal, aber er checkt mich nicht. Er checkt mich nicht, lol. Vielleicht kann ich ihn jetzt sogar noch knocken, das wäre optimal. Ja, müsste möglich sein. Okay, das war's komplett. Mit dem gehen wir auf Picke jetzt kurz. Irgendwas zum... Was? War ich... Ach nee, von hinten hat mich der mit Schwert geholt oder so. Ach, der hat noch gelebt. Stimmt, ich habe den Kill gar nicht bekommen. Nee, das ist schon wieder übertrieben. Das ist schon wieder übertrieben, was ich hier mache. Essen auch weg. Das darf hier nicht rein, das darf hier nicht rein, Alter. Nur Stick, Picke, Blöcke, das alles. Mehr machen wir hier nicht mehr. So. Und nun, Leute, bin ich sogar am Überlegen, das so als zweites Bad Wars Format, also mein erstes Bad Wars Format, ist ja das Oldschool BW. Also praktisch, da spiele ich mit so alten Packs halt, mit denen man früher Bad Wars gespielt hat. Gomme, GLP, Paluten und so. Also zum Beispiel Sphex oder Dandelion von Mr. Bergmann. Und spiele halt auch ein bisschen altmodisch, also zuerst mal Mitte. Dann erstmal Bogen, alles halt, sich den ganzen Shit halt besorgen und so. Weil ich so ein bisschen die alten Zeiten vermisse und die zurückbringen will. Und das würde ich so als zweites Format vielleicht einführen, dass ich praktisch so ein paar Runden, also in diesem Format halt dann immer nur mit Stick, Picke, Blöcken spiele. So. Der könnte mir halt jetzt nur sehr zum Verhängnis werden. Was hat der? Okay, das geht eigentlich, geht klar. Wir müssen halt den echt... Der Vorteil ist halt, man kann immer direkt losrushen, weil man hier nicht so viel Scheiße im Inf hätte. Ich habe jetzt... Ja, ich hoffe, der geht nicht mit dir halt. Wo ist der Grüne? Der ist da drüben. Ach du Kacke. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Zeit. Naja, jetzt nicht mehr, weil ich jetzt erstmal den Grünen abwehren muss. Und auch direkt holen, wenn es geht. Ah, der hat mich, fuck. Kann ich noch stompen, ne, oder? Ich hab so Luck, dass er einfach Fallschaden down ist. Ach, das ist Team Gelb. Wo kam denn der Grüne her? Da drüben. Ah, die fighten gerade auch. Da geht's gerade ab. Da geht gerade die Post ab. Ein Post-Apokalypse. Lüptischer Fall, bitte! Nein! Digga, andere Leute, die sich weben, hasse ich. Und ich selber web mich. Das ist immer das Beste, Alter. Nicht genug Blocks. So, vielleicht kriegen wir einen guten Anti-Stomp hin. Boah, werden wir auch schon hinkriegen, hoffe ich mal. Ich muss ja nur, ich darf ja down gehen, er darf nur das Ganze nicht überleben. Das wäre wichtig. So, jetzt macht er irgendwas anderes nochmal. Irgendwelche Faxen. Achso, er geht da hoch. Okay, kann er auch machen. Kein Problem. Dann geht da hoch. Ich hoffe, der webt sich nicht, bitte. Also, was macht der? Er baut sich safe. Okay, der hat wahrscheinlich keine Webs. Okay. Sieht jetzt mal ganz danach aus. Warte mal, ich werfe das hier alles runter. Dann das Essen auch noch. Und Borte kann ich auch noch runterwerfen. So. Ah ja, das muss jetzt klappen. Wenn es jetzt... Ich muss echt einen günstigen... Wahrscheinlich hätte ich ihn, wenn ich drauf springen würde, als er gerade gekommen ist. So. Aber man weiß es halt nicht. Also ich muss echt 100% sicher sein, dass ich ihn kriege. Weil da unten kriege ich ihn safe nicht mehr, Junge. Wenn der dann da unten steht. Da muss ich schon sehr weit knocken. Ach, ich kriege ihn halt echt zu 90%, aber ich traue mich nicht, Digga. Es ist halt echt... Was macht er? Er macht komische Sachen. Ach du Kacke. Das ist nicht gut, was er da macht. Ja, okay, das war's, RIP. Ich hätte drauf gehen müssen. Komm doch, komm her. Ich hab so Luck! Bitte, bitte land nirgends. Bitte. Hab. Er schreibt schon, hab.
GG, erste Runde. Pff, ist sehr knapp noch gewonnen und ab in die nächste. Und jetzt sind wir auf der Map angekommen, auf der auch ich meistens nichts anderes mache. Also auch hier baue ich mich selten in die Mitte und hole Eisen erstmal. Also auch hier ist es Standard, dass ich so spiele, wie man halt spielt. Ah, Lederrüstung und so mache ich mir halt öfter mal. Aber sonst spiele ich hier eigentlich auch wie jeder andere Rusher. Deswegen komme ich hier gar nicht in Versuchung mit Eisen zu spielen. Ja Leute, ja, finde ich echt richtig skillig und schön anzusehen, so mit Stick und Picke und allem gut zu rasieren. Deswegen machen wir das jetzt auch mal so als kleines Format und um euch zu beweisen. Obwohl sich gar nicht Leute bei mir gar nicht beschweren, dass ich mit Fully Q spiele und auch oft mit Gold so. Oder selten, selten, ganz selten schon, aber wirklich extrem selten bisher. Also, weil ich weiß halt von gleich Mitte, also viele haben ihn auch gefeiert, aber viele haben halt auch waren halt auch nicht so begeistert. Der springt auf mich, okay. Wenn ich den down krieg, dann kommt halt der nächste. Der Steve kommt auch noch. Und ich bin fast down. Was macht denn der Chicken-Typ? Einfach da kurz rüber. Bin da. Bitte nicht. Ja, ja, ja. Hab ihn. Und nächster down. Ach, schön. Und nächster down. Okay, alle down. Wir sind auch down, ja, wahrscheinlich. Weil der springt einfach aufs Bett drauf, ja klar, Alter. Das war's natürlich wieder komplett. Bett auf der Map einbauen, sehr, sehr wichtig, Leute. Ja, Essen darf ich mir jetzt kaufen, Leute. Also ich muss ja nicht unbedingt den Tod herausfordern, das ist klar, Leute. Gefahr in Verzug. Hab ich hier wenig Bock drauf, der verfolgt mich direkt. Okay. Hab ich, perfekt. Bin ich jetzt der Einzige? Nee. Ich sehe keine anderen Spieler mehr außer mich, lol. Bitte seh mich nicht. Ja, ja, ja. Der eine sieht mich, okay. Der andere. Okay, der eine ist gerippt erstmal. Und der andere ist schneller oben als ich. Beide down wieder, ja gut. Das ist dann auch egal, ob der schneller oben ist oder nicht. Weil die mich sowieso bekommen. Erstmal draufspringen auf den Ollen. Ach du Kacke. Die geben mir immer Antis. Immer wenn ich denke, es ist eine günstige Situation, ist es doch keine. Oh, die waren schon beim Eisen. Die ist das. Ich Minecraft, der jetzt. Spielt er mit Leitern oder was? Hat der. Steht der in der Leiter? Nee. Ich dachte, er hätte gerade eine Leiter geplaced. Die ist das. Ananas. Ich halte jetzt einfach mal ein bisschen auf, indem ich hier oben rumstehe. Außer einer kommt hoch, dann muss ich natürlich das Handtuch hier oben werfen. Aber bisher scheint es hier keinen zu jucken, dass ich oben bin. Okay, jetzt kommt einer. Da muss ich die Position ein bisschen verlassen, weil wenn ich die nicht kriege, ist halt RIP, Alter. Rest in Peace. Normalerweise, Leute, um euch kurz die Dings zu erklären, die normale Vorgehensweise bei mir. Normalerweise würde ich jetzt mit Webs spielen, also wenn unser Bett weg ist, mit Webs spielen. Vielleicht sogar auf der Map, vielleicht sogar jetzt in die Mitte gehen, wenn da viel Gold wäre. Eisschwert Stärke machen und so. Und RIP sein, Alter. Um euch das mal zu erklären. Dann würde ich sagen, hängen wir noch eine letzte Runde dran. GG. Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Und zur letzten auch. Ich finde, diese 4x2 Maps hier eignen sich eigentlich auch so ziemlich am besten zusammen mit 8x1 für so ein Vorhaben, weil die 4x4 Maps, die sind schon, ja. Da sind halt auch 4 in der Base. Was willst du da mit Stick und Blöcken und Picke so viel regeln? Schwierig. 4x3 das gleiche. Also 4x2 und 8x2 auch, klar. 8x1, 16x1, Digga, eignet sich so ziemlich am besten, finde ich, für dieses Vorhaben. Ich will es nicht Challenge nennen, weil eine Challenge ist es ja nicht, Digga, irgendwie so No Eisen, No Gold Challenge oder so, Digga, weil jeder, oder nicht jeder, aber viele sieht man, die so spielen immer noch heutzutage. Was heißt immer noch, Digga, neuerdings. Früher war das ja so, dass man mit Dings gespielt hat, mit Eisen und Fuliku und Bogen erstmal machen und ich das und ich ananasse euch, der ist Klone, der hat ein Schwert, geil, da erstmal RIP, mit meiner RIP, Achtung, da kommt einer durch, das siehst du und den kriegst du, ne, habe ich mich da getäuscht oder nicht, ne, er hat ihn nicht bekommen und der ist Fuliku, geil, ich knock ihn so vom Bett weg ein bisschen, easy, Alter, zu leichtes Game. So, vielleicht kann ich ihn sogar noch... Was?
Junge. Ich sag nie wieder. Der lebt noch. Ach du Kacke. Der kommt hoch, der kommt hoch. Jetzt aber nicht mehr, oder? Okay. Ich sag nie wieder, Leute, dass eine Map zu groß sein kann. Ein Essen geht auch mal klar, Leute. Wenn man schon los. Ich sag nie wieder, dass eine Map zu groß sein kann, Leute. Denn den habe ich ja wirklich auf der ganzen Map verteilt. So, die wollen Gold saven, oder was? Wie lange stehen die denn jetzt schon in der Mitte? Ja, die saven Tatsache Gold. Und der eine ist sich suicide, weil einer kommt. Und ich bin der Zweite, der kommt. Props, ich dachte Rose, Digga. Ich dachte schon, da ist ein Minimi-Checker aus GHG. Nee, old GG. Der hat halt noch Rüstung, okay. Den muss ich halt komplett ballern, baller ich aber nicht. Hab ich Pech, Digga. Ich habe ihn dann doch nochmal genommen. Ich hätte ihn in der Mitte halt auch noch schnell ballern sollen. Jetzt spielen die mit Bogen und allem. Ach, ich bin so dumm, Junge. Warum wollte ich da jetzt direkt mit drauf? Bin ich behindert? Ach, Junge. Dümmer geht's ja auch wieder nicht. Der eine von denen hat jetzt einen Bogen. Das ist nicht so gut. Und die saven was in der Chest, wie es aussieht. Da schaue ich gleich mal rein. Nur ein Dingsblock. Den erstmal weit wegnocken. Hier reinschauen. Okay, Eisen gesaved, aber war halt jetzt auch kein Gold, leider. Und der will jetzt alles blieben, Digga. Na gut. Da war ich 2 Meter über ihm den nächsten Weg. Junge, da kann er sich dann freuen drauf. Okay, das finde ich echt immer gut, wenn die das machen eigentlich, weil es ist echt Zeitverschwendung. Weil ich bin 2 Minuten später wieder da. Kann ich die outplayen? Das ist die Frage. Warte mal kurz. Ja, ich kann die outplayen. Ich kann die outplayen. Die müssen nur ein bisschen jetzt vom Bett weg. Das wäre echt optimal. Geht wieder weg ein Stück. Oh, der ist gerade so schön weggegangen, der Iced Out. Oh, Digga, was ist denn das hier? Will der mich ficken oder was? So einen Nachteil hat man da gar nicht mit. Schon ein bisschen. Also, ich hätte die wahrscheinlich jetzt schon längst, aber so, schaut euch das mal an, Digga. Die kommen gar nicht klar. Da kommt einfach. Digga, ich komm im Sekundentakt daher, versteht ihr? Weil ich mir nicht immer Fully Q zum Eisen, dies. Eigentlich Fully Q so viel länger dauert, das machen auch nicht, aber Eisen, dann dies, dann das, etc. pp. Erstmal kurz einbauen hier komplett. Schon mal schön. Okidoki, nächstes Bett ist weg. Dann müssen wir die jetzt noch knocken. Teaming. Ja, lol. Ja, ich habe es gerade echt ein bisschen ausgenutzt, dass die, aber das ist doch nicht Teaming, oder? Ich habe einfach nur ausgenutzt, dass die mit dem beschäftigt sind. Ich habe ja nicht direkt mit dem geteamt. Aber das stimmt, da habe ich echt eine kleine Hoffnung gehabt, dass die mich nicht checken, weil die auf den Minimi-Checker einschlagen. Da hat er tatsächlich recht, wenn er das meint. So, Minimis-Checker, ich grüße dich zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Bedrock. Du hast ein Schwert, okay. Digga, Mini, sowas will ich aber nicht sehen. Okay, mein Mate safe fleißig Gold, das ist wunderbar. Alle Betten weg, außer unseres. So, und der saved auch. Okay, aber ich glaube, da müsste nicht viel sein. Wenn mein Mate gerade wirklich Gold gesaved hat, dann dürfte da echt nichts sein. Okay, er hat aber schon mal keine Webs, das ist gut. Ich hätte ihn fast down. Nein. Ich muss direkt wieder dahin. Alter, was ist denn das für ein Babo, der Typ? Er hat eine Falle. Die ist echt gut. Die ist echt so wunderbar. Wunderbar, dass ich es nicht gesehen habe. Wenn der jetzt langsam ist. Er ist down. Ich habe sogar den Kill noch. GG, Digga. Let's go, Alter. Der hat jetzt auch einen Bogen. Der Minimis-Checker. Den locken wir jetzt so ein bisschen. Einmal hier, einmal da. Auch sneaken vielleicht, damit er nicht weiß, wo ich bin. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Hier bin ich nicht. Jetzt bist du da. Okay, rennt er durch? Nee, er rennt nicht durch. Er will sich porten. Das dürfen wir halt echt nicht zulassen. Ah, Digga, schade. Okay, er ist ein 10. Das ist gut. Er ist ein 10, aber mein Mate muss halt Fully Q sein. Das wäre echt wichtig. Weil sonst ist natürlich schwierig mit nur 2 Picken so. Kick, Alter. Bis dann. Wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Der ist komplett outplayed worden. Gut, kommt er. Er baut da auf wahrscheinlich. Ja, macht er. Soll er machen. Komm durch, komm durch. Jetzt kannst du durchkommen. Ja, komm.
Nicht schießen, sondern durchhauen. Ja, perfekt. Hau ihn rein. Hau rein in die Alba. Ja, den haben wir, den haben wir. Schön. Ach, das war letzte schon. Nice. GG, Leute. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch, Digga. War echt... Leute, Alter, wo hängen denn die Dinger jetzt schon ganz oben, Alter? Was ist da los? Ich hoffe, das Format gefällt euch. Machen wir jetzt auch öfter mal. Demnächst kommt auch die zweite Runde von Oldschool BW wieder, Leute. Und die zweite Runde von diesem Format, also Only Stick Picke Blöcke. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, vielleicht Only Rush oder so. Wird auch kommen, Leute. Selbstverständlich, hat echt Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Und schaut auch gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei. Link ist in der Beschreibung. Da sind wir inzwischen, glaube ich, auch schon über 70 Leute. Würde mich freuen, wenn wir da auch bald die 100 knacken würden. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Support. Ich wünsche euch was und bis bald. Ciao.